Hallo Yugi-Freunde, wir sind's wieder, euer Dirk. Neuer Tim. Und heute heißt es das große Finale. Duell Nummer 3, Aroma gegen Mattemech. Und damit ihr an diesem Duell noch besonders viel Spaß habt, verlosen wir einen kleinen netten Preis. Wir verlosen wieder zwei hellblaue Ultra Pro Sleeves. Und legen dazu noch eine passende Deckbox von Ultra Pro oben drauf. Sehr cool. Genau. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst einfach ein Abo da lassen, ein Like auf dieses Video und unter diesem Video einen Kommentar schreiben. Und dann seid ihr auch schon direkt dabei. Genau. Und als kleine Bonusaufgabe für den Kommentar, stimmt ab für euren Favoriten dieses Duells mit dem Hashtag Team Tim oder das Mattemech-Thema. Oder Team Dirk mit dem Aromathema. Genau. Wir freuen uns über zahlreiche Beiträge und jetzt heißt es, auf geht's ins große Finale. Duell Nummer 3, Aroma gegen Mattemech. Viel Spaß. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Herzlich willkommen zu Duell Nummer 3, Aroma gegen Mattemech. Nachdem Tim mich beim letzten Mal richtig böse überrascht hat mit einer ziemlich fiesen Karte, es aber trotzdem nicht ganz geschafft hat, gehen wir jetzt zu Duell Nummer 3 über. Und da du die Freiheit hast zu entscheiden, wer beginnen darf, ja, frage ich dich einfach, wer soll denn unser finales Duell in diesem Match denn beginnen dürfen? Wieder du. Okay. Das Deck muss second gehen. Ja, denn das Mattemech-Thema ist ja tatsächlich ein OTK-Deck und wenn er nicht OTKen kann, dann, ja, dann steht er meistens dann da. Gut, dann eröffne ich das dritte Duell mal ganz, ganz simpel und lege zwei Karten verdeckt und beende meinen Spielzug. Ich ziehe eine Karte. Man sieht die Verwirrung in deinem Gesicht, das finde ich gut. Gut. Ich normal beschwöre erstmal Mattemech Multiplikation. Ihr kann ein halbes Monster der Stufe 4 wählen, das ich kontrolliere. Seine Stufe wird bis zum Ende des Zuges Stufe 8. Mhm. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, kann ich ein halbes Monster in der Extra-Monster-Zone wählen, das ich kontrolliere. Und seine ATK werden bis zum Ende des Spielzugs verdoppelt. Wow. Und ich kann jeden Effekt davon nur einmal verwenden. Mhm. Okay. Dann machen wir weiter mit Mattemech Addition. Ich kann ein offenes Monster auf Friedhof wählen. Für den Rest des Spiels kannst du keine Monster als Spezialbeschwörung vom Ex-Deck beschwören, außer das Hybris-Monster. Mhm. Zusätzlich beschwöre diese Karte von deiner Hand als Spezialbeschwörung, aber sie kann diesen Spiel nicht angreifen. Mhm. Und falls dies tut, erhält das Ziel bis zum Ende des Zuges 1000 ATK. Gut, dann möchte ich darauf ganz gerne reagieren, bevor du ihn beschwörst, und aktiviere den Effekt von meiner Geisterschwester und gruselige Hartriegel. Mhm. Das bedeutet, solltest du in diesem Zug jetzt Monster als Spezialbeschwörung beschwören, bekomme ich für jedes speziell beschworene Monster die Angriffspunkte von dir entsprechend meinen Lebenspunkten gut geschrieben. Ja, okay, gut. Das ist dann halt, dann bekommst du 1000 mehr. Genau, dann bekommt dann wahrscheinlich er als einziges Monster auch die 1000 Angriffspunkte gut geschrieben. Ich bin jetzt derweil bei 9000 Lebenspunkten. Ja. Wichtiger Nachteil bei der Geisterschwester ist, sollte ich keine Lebenspunkte durch ihren Effekt bekommen haben, werden am Ende meines Lebens, am Ende des Zuges meine Lebenspunkte leider, leider halbiert. Genau. Dann muss ich das trotzdem machen. Ich gehe in eine Xyz. Mhm. Und beschwöre Primatimich die Lombard. Mhm. Ui. So, der braucht zwei oder mehr Monster Stufe 4. Du kannst ein Monster als Tribut anbieten. Beschwöre ein Mattemech Monster der Stufe 4 als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof. Mhm. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, oder eher gesagt als Xyz beschworen wird, kann ich zwei bis vier Materialien von dieser Karte abhängen und dann entsprechende Effekte aktivieren. Zwei, füge deiner Hand eine Mathematikkarte von deinem Deck hinzu. Mhm. Drei, füge deiner Hand ein Monster der Stufe 4 von deinem Deck hinzu. Und vier, füge deiner Hand eine Zauberfalle von deinem Deck hinzu. Und in dem Fall werde ich erstmal, du bekommst erstmal 2000 Lebenspunkte. Genau, weil er ja beschworen wurde und der Effekt sich jetzt noch auflöst. Das heißt, ich bin jetzt bei 11.000 Lebenspunkte. Genau, werde ich zwei abhängen und darf mir jetzt eine Mathematikkarte von meiner Hand hinzufügen. Ja. Und die von Multiplikation verdoppelt die ATK. Wow, das heißt, er ist jetzt gerade mal bei 4000 Angriffspunkten und du darfst ja tatsächlich eine Mathematikkarte suchen. Wie viele Lebenspunkte hast du jetzt gerade? 11.000 Punkte. 11.000. So, dann müssen wir jetzt mal eben kurz schauen. Was habe ich denn noch so auf? So Zeug würde ich mal vermuten. Das heißt, das bei 4.000, dann wärst du wieder bei 7.000. Habe ich schon mal. Dann haben wir noch eine Mathematikkarte. Ne? Genau, es ist nicht festgelegt, ob er sich jetzt ein Monster, eine Zauber- oder Fallenkarte suchen möchte. Von daher kann er sich jetzt quasi alles aus dem Mattemech-Thema suchen.
Das dürfte interessant werden. Ich nehme Mathe-Mech Milliardenklinge in der Jutta. Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Ich habe auch schon damit gerechnet, dass genau das jetzt kommen wird. Gut, was macht denn die Mathe-Mech Milliardenklinge? Rüste nur ein Cybermonster mit dieser Karte aus. Falls das ausgerüstete Monster gegen ein Monster eines Gegners kämpft, während der Schadensberechnung, du kannst ein mathematisch Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen und das ausgerüstete Monster hält bis zum Ende des Zuges ATK in Höhe der ATK des gelegten Monsters. Selbst falls diese Karte das Spiel verlässt. Mhm. So, du kannst einmal mathematische Karte in deinem Friedhof wählen, außer mathematische Milliardenklinge. Füge sie deiner Hand hinzu. Du kannst jeden Effekt von mathematischen Milliardenklingen in deinem Ausschuss verwenden. Gut, ja. Dann wollen wir mal anfangen. Da möchte er anfangen. Dann möchte ich ausrüsten. Primatech die Lambert mit der Milliardenklinge in Ayuta. Gut, nur dass sie gerade nicht viel bringt, wenn ich keine Monster habe gegen der. Ne, das ist richtig, aber ich kann den zweiten Effekt nutzen, um in meiner Hand ein Mathematik-Monster in meiner Hand zu fügen. Wen wählst du denn als Ziel? Das targetet das? Ja, das wählt. Ja. Ich werde wählen die Multiplikation. Du möchtest die Multiplikation wählen. Das ist in Ordnung, dann nehme ich dir mal wieder auf die Hand. Gut, dann möchte ich in die Battleface gehen und möchte dir direkt 4000 Schaden zufügen. Ich glaube, da muss ich ein kleines Veto einlegen. Ich aktiviere meine Spiegelkraft hast, ne? Ich aktiviere meine verdeckt liegende stürmische Spiegelkraft. Das heißt, wenn du einen Angriff deklarierst, schicke ich alle Monster in Angriffsposition auf deiner Spielfeldseite zurück auf die Hand. Okay. Was bei Extradeck-Monstern bedeutet, es geht zurück ins Extradeck. Ja, dann aktiviert sich der Effekt von Nayuta. Der muss nur auf den Friedhof gelegt werden, richtig? Genau, und dann darf ich ein Mathematiker in meinem Friedhof wählen, außer, warte, was? falls diese Karte von der Zauberer... Haha, ich hätte mir den gerade gar nicht adden dürfen. Sie muss erst auf den Friedhof gelegt werden. Ah, okay. Genau, so, jetzt wird sie auf den Friedhof gelegt und dann nehme ich mir den. Gut, die Multiplikation. Deswegen ist es halt wichtig, Karten immer erst zu lesen. Genau, genau. Falls diese Karte vom Zauberer Fallenzone auf den Friedhof gelegt wird, kannst du dir eine Mathe-Mech-Karte im Friedhof auf die Hand zurückgeben. Genau. Ja. Gut, dann würde ich erstmal an der Stelle sagen, du bist dran. Gut, dann ziehe ich mal, gehe in die Standby-Phase und dann über in die Main-Phase. Dann werde ich als erstes meine Aromagisterin Jasmin als Normalbeschwörung beschwören. Was macht die jetzt noch? Solange ich mehr Lebenspunkte habe als du, kann ich zu meiner Normalbeschwörung auch ein zusätzliches Pflanzenmonster als Normalbeschwörung beschwören. Außerdem, wenn ich Lebenspunkte bekomme, darf ich eine Karte ziehen. Ich möchte also erstmal ihren Effekt mit der Effektverschleierung negieren. Gut, das ist dann erstmal soweit in Ordnung. Das heißt, ich darf keine weitere Normalbeschwörung bis zum Ende des Zuges machen und ich darf auch keine Karte ziehen, falls ich jetzt noch Lebenspunkte bekommen würde. Das ist aber nicht ganz so tragisch, denn ich werde jetzt als nächstes einmal den Effekt von Aromagister Lorbeer auf meiner Hand aktivieren. Den hast du jedes Mal auf der Hand. Das ist unglaublich. Das ist mein Zielglück. Das bedeutet jetzt, solange ich mehr Lebenspunkte habe als du, darf ich diesen Kollegen als Spezialbeschwörung aus meiner Hand beschwören. Außerdem, wenn ich Lebenspunkte bekomme, solange er auf dem Spielfeld liegt, darf ich einen Nicht-Empfänger-Pflanzenmonster wählen und ihn zum Empfänger machen bis zum Ende des Zuges. Ja. Und falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, bekomme ich 500 Lebenspunkte gutgeschrieben. Okay. So, dann werde ich jetzt, da du meinen Effekt ja dummerweise blockiert hast, einfach eine Link-2-Beschwörung machen. Und werde beschwören. Als Link-Beschwörung meine allseits beliebte Aroma-Seraphi Jasmin. Solange ich mehr Lebenspunkte habe als du, können Pflanzenmonster, auf die sie zeigt und sie selber nicht durch Kampf zerstört werden. Außerdem kann ich eine Pflanze oder ein Monster, auf das sie zeigt, als Tribut anbieten, um eine Pflanze in Verteidigungsposition aus meinem Deck zu beschwören. Mhm. Und falls ich Lebenspunkte bekomme, darf ich mir eine Pflanze aus meinem Deck auf die Hand nehmen. So, jetzt aktiviert sich, weil auf den Friedhof gelegt wurde, mein Aromagister Lorbeer und ich bekomme 500 Lebenspunkte gutgeschrieben. Mhm. Und damit bin ich jetzt bei 11.500 Punkten. Und weil ich Lebenspunkte bekommen habe, aktiviert sich jetzt der Effekt von Aromaseraphi Jasmin, wodurch ich jetzt eine Pflanze von meinem Deck auf die Hand nehmen darf. Nochmal. Dann werde ich in dem Fall... Doch... Nehme ich sie? Doch, ich nehme sie. Ich wähle in dem Fall mein Aromaseraphi Engelwurz. Der Aromaseraphi Engelwurz erlaubt es mir, sie während eines beliebigen Zuges auf den Friedhof zu legen vor meiner Hand und ein Aromamonster in meinem Friedhof zu wählen und dann bekomme ich die Angriffspunkte von dem Monster als Lebenspunkte gutgeschrieben. Außerdem, solange ich mehr Lebenspunkte habe und ein Aromamonster kontrolliere, kann ich sie von meinem Friedhof zurück aufs Spielfeld holen, allerdings wird sie verbannt, wenn sie das Spielfeld dann verlässt. Gut, den ersten Effekt von ihr möchte ich jetzt auch ganz gerne einmal aktivieren und wähle meinen Lorbeer in dem Fall als Ziel und möchte ganz gerne die 800 Lebenspunkte gut geschrieben bekommen. So auf. 12.300 Lebenspunkte.
Dann aktiviere ich auch direkt mal den zweiten Effekt von Engelwurz und möchte sie ganz gerne als Spezialbeschwörung beschwören. Mhm. Das tue ich dann auch einmal. Und dann wird es Zeit, dass ich den Effekt von meiner Aroma Seraphi Jasmin einmal benutze. Ich biete ein Monster, auf das sie zeigt, als Tribut an und möchte ganz gerne ein Pflanzenmonster als Spezialbeschwörung aus meinem Deck in Verteidigungsposition beschwören. Mhm. Und ich denke, es gibt keine bessere Pflanze als die allseits beliebte Einzelfeuerblüte. Fragen über Fragen. Noch mal ich muss erstmal, ja, genau. Nicht, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Oh, man sieht ein bisschen die Verzweiflung in deinem Gesicht. Nee, nicht Verzweiflung, nachdenklich. Ach so, na okay. Ist manchmal das Gleiche. So, dann möchte ich jetzt ganz gerne den Effekt von Einzelfeuerblüte aktivieren. Indem ich sie als Tribut anbiete, darf ich jetzt ein beliebiges Pflanzenmonster aus meinem Deck beschwören. Ja. Und dann hole ich jetzt mal als Spezialbeschwörung aufs Spielfeld den Aromagisterin Majoran oder die Aromagisterin Majoran. Solange ich mehr Lebenspunkte habe als du, erhalte ich an Angriffen, an denen Pflanzen beteiligt sind, keinen Kampfschaden mehr. Außerdem kann ich die folgenden Effekte von meiner Majoran nur einmal pro Spielzug verwenden. Ich kann sie als Spezialbeschwörung aus meiner Hand beschwören, wenn ein Pflanzenmonster von dir durch Kampf zerstört wird. Von dir? Wenn du eins meiner Pflanzenmonster zerstörst, dann kann ich sie spezialbeschwören und bekomme 500 Lebenspunkte. Mhm. Und wenn ich Lebenspunkte erhalte, kann ich Karten in deinen Friedhof wählen in Höhe der Anzahl Aromakarten, die ich kontrolliere. Mhm. Und dann entsprechend aus dem Friedhof verbannen. Mhm. So. Dann werde ich jetzt dazu übergehen, in die Battle-Phase einzutreten. Und dann werde ich als erstes mit meiner Magisterin Majoran deine Lebenspunkte direkt angreifen, ja, für 2000 Punkte Schaden. Damit fällst du auf 6000 Punkte. Und ich werde nochmal 1800 weitere Angriffspunkte nochmal direkt zufügen und damit fällt deine Lebenspunkte auf 4200. Und dann gebe ich ab. Dann ziehe ich. Mhm. Als erstes möchte ich Galaxy Cycling aktivieren und eine verdeckte Karte schießen. Die Karte würde ich dann tatsächlich ganz gerne einmal anketten wollen. Ich aktiviere vom Grab gerufen und möchte ganz gerne ein Monster in einem Friedhof wählen, das aus dem Spiel entfernen und seine Effekte und auch die Effekte von anderen Monstern mit dem gleichen Namen bis zum Ende des Spielzugs annullieren. Und in dem Fall nehme ich den Effekt von Mathemech Addition. Okay. Die Handkarte, die du jetzt noch hast, kenne ich nicht, ne? Das muss ich dir nicht beantworten. Wenn du sie dir gesucht hast, schon. Da, selbst dann nicht unbedingt. Also du musst dir grundsätzlich immer halt merken, wenn der Gegner sich Karten gesucht hat, was er sich gesucht hat. Ich muss dir nicht unbedingt sagen, da, die kennst du schon, nein, die kennst du nicht. Aber in dem Fall bin ich mal nett und sage dir, nein, du kennst die Karte nicht. Gut, dann muss ich erstmal Gedankenkontrolle aktivieren und deine Jasmin übernehmen. Meine Jasmin, okay. Die kann aber als Karteneffekt gewählt werden, ne? Grundsätzlich kann sie das. Ich bekomme nur keinen Kampfschaden, solange sie auf dem Spielfeld liegt. Dann werde ich meine Multiplikation normal beschwören. Mhm. Gehen an Link 3. Und gehe auf das Nightmare Unicorn. Das Unicorn. Ich darf eine Karte auf den Friedhof legen und dann darf ich eine Karte von dir zurück ins Deck mischen. Wow. Zusätzlich aktiviert sich noch der Effekt. Es kann sein. Genau. Also erstmal das und dann das. Gut, dann. Also erst er. Er verdoppelt jetzt die. Nicht mehr, es muss ein Cybermonster sein. Also nur die. Ich werfe ab. Genau, muss eine Karte abwerfen und ein Ziel erwählen. Ich werfe. Jetzt. Tim steckt in der Zwickmühle. Ich will die gar nicht abwerfen. Oh. Will er nicht? Ich kann doppelt oder nichts werfen. Ich mische die ins Deck. Gut, dann wird mal Majoran wieder ins Deck zurückgemischt und tja, dann wird sie sich vielleicht später nochmal zeigen. Dann werde ich mathematisch gleicher aktivieren. Und mit dieser Karte darf ich ein mathematisch mit meinem Friedhof fehlen und das als Spezialbeschwörung beschwören. Mhm. Und es bekommt dann noch zusätzlich 1000 ATK mehr bis zum Ende des Spielzugs. Und das wird dann die mathematisch Multiplikation sein. Ja, dann hat er jetzt gerade 1500 Angriffspunkte. Das ist richtig. Wie viele Lebenspunkte hast du? Ich habe derzeit 12.300 Lebenspunkte. Das ist mir viel zu viel. Das sagen sie alle, wenn sie gegen Aroma spielen müssen. Zumindest im besten Falle.
Das ist jetzt eine kritische Situation, wenn ich es mal so sagen darf. Ich erstmal die Battle Phase und greife dich einmal mit 2200 ATK an. Damit falle ich dann auf 10.100 Lebenspunkte. Und einmal mit 1500. Damit falle ich dann auf 8.600 Lebenspunkte runter. Uiuiui, es wird knapp. Ich habe immer noch doppelt so viele Lebenspunkte wie Tim. Gehe ich in die Main Phase 2? Jawohl. Wir gehen hinten schon mal weg. Weil das ja nur bis zum Ende des Zuges gilt. Eine Link 3. Nee, gar nicht, kann ich gar nicht. Aha. Gehe ich in eine Link. Jetzt kannst du nur eine Link 2 Beschwörung machen oder eine Link 4, die minimal oder maximal 2 oder minimal 2 Monster halt erlaubt. Wichtig bei Link-Beschwörungen halt ist, ihr müsst immer darauf achten, was das Beschwörungsrezept halt besagt, denn ein Link-4-Monster muss insgesamt 4 Monster als Materialien haben und ein Link-Monster selber, wenn ihr es als Material für eine Link-Beschwörung benutzt, zählt als ein Monster, also als ein Material oder als Material in Höhe der Link-Stufe, also in dem Fall als 3 Monster. Nichts dazwischen, das ist mal ganz wichtig. Das heißt, Tim kann jetzt gerade effektiv ein Link-2-Monster beschwören mit deinem beiden Monster. Oder ein Link-4-Monster beschwören, was Minimum, also auch mit 2 Monstern beschworen werden darf. Ja. Du bist dran. Gut, dann ziehe ich und gehe in die Standby-Phase und auch anschließend in die Main-Phase weiter. Dann werde ich jetzt eine Karte verdeckt setzen. Abgeben? Und nicht abgeben. Nein, so freundlich bin ich dann doch nicht. Nein, ich werde was ganz anderes tun. Ich werde... Verdammt, ich bin doch im falschen Duell. Mist. Aha. Das könnte jetzt natürlich tatsächlich ein bisschen wehtun. Nein, ich werde tatsächlich meinen Zug jetzt beenden. Okay, dann ziehe ich. So. Ich setze eine Karte. Ja. Gehe in die Battle Phase. Gut. Das ist in Ordnung. Ja, eine Spielkraft lassen, ne? Nein, ich habe was viel Lustigeres. Ich werde jetzt meine kleine Geheimwaffe aktivieren. Ich aktiviere die Fallenkarte Trockene Winde. Die erstmal gerade nichts macht, weil ich als Aktivierungsbedingung dafür ein Aroma-Monster auf dem Spielfeld haben muss. Von daher möchte ich in der Battlefield erstmal Gelächter zeigen und aktivieren. Das kannst du nicht machen, weil das kann schnell. Das ist eine normale Zauberkarte, die kannst du nicht während der Battle-Phase als Schnelleffekt verbannen. Was macht die denn? Also, trockene Winde besagen, wenn ich Lebenspunkte bekomme, kann ich eins deiner offenen Monster wählen und es zerstören. Außerdem, wenn ich ein Aromamonster kontrolliere und mehr Lebenspunkte habe als du, kann ich die Differenz zwischen unseren Lebenspunkten zahlen und dann so viele Monster zerstören, deren Angriffspunkte kleiner oder gleich in der Summe entsprechen, die ich Lebenspunkte bekomme. Kannst du denn jetzt gerade irgendwas spezial beschwören? Nein, kann ich nicht. Okay, dann greife ich dich erstmal mit 2200 direkt an. Ja, dann bin ich runter auf 6400 Punkten. Und mit 500. Dann bin ich auf 5900 Lebenspunkten. Und dann gehe ich in die Phase 2, ja. Aktiviere den Effekt von Galaxy Cycle, ja. Verbanne diese Karte und möchte gerne diese Karte zerstören. Genau. Ja. Ja, das war jetzt mein dummer Fehler. Passiert, passiert, passiert. Ich habe den Effekt mit dem Aroma vergessen. Aber gut. Du bist. Dann ziehe ich Standby-Phase, Main-Phase. Einzelfeuerblüte, wieder alles haben. Nicht ganz. Ich aktiviere stattdessen den Kessel des alten Mannes. Okay. Wenn die Karte aktiviert wird, bekommt sie eine Zählmarke. In jeder Standby-Phase bekommt sie eine weitere Zählmarke. Und einmal pro Spielzug kann ich entweder meine Lebenspunkte um 500 pro Zählmarke erhöhen oder dir Schaden in Höhe der Zählmarken mal 300 zufügen. Und okay. Ich nutze den ersten Effekt und möchte meine Lebenspunkte um 500 erhöhen. Wie viele Lebenspunkte habe ich noch? Du hast noch 4200 und ich habe jetzt 6400. Und dann beende ich meinen Zug. Oh. Ja, ich aktiviere den Effekt von Mathemech Subtraktion. Ich darf jetzt ein offenes Monster wählen. Für den Rest des Spiels kann ich keine Monster von extra beschwören, außer Cybers Monster. Zusätzlich beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand. Aber sie kann ich angreifen. Falls ich dies tue, verliert das gewählte Ziel bis zum Ende des Spiels 1000 ATK. Ich werde Multiplikation wählen. Und dann Spezialbeschwöre ich ihn. Ja. Und dann gehe ich in eine Xyz-Beschwörung. Gut, dann werden wir wieder den Lambert, die Lambert Spezialbeschwörung und seinen Effekt nutzen. Ich werde jetzt zwei Materialien ablegen und darf mir dann ein Monster der Stufe 4 von meinem Deck hinzufügen. Du meinst eine Mathe-Mech-Karte? Eine Mathe-Mech, genau. Eine Mathe-Mech-Karte vom Deck hinzufügen. Genau. Und werde dann den Effekt gleich nutzen, um seine ATK zu verdoppeln. Autsch. Ich suche mir Mathe-Mech-Division. Mhm. So, dann machen wir weiter.
Genau, als Reaktion auf die Beschwörung hat er noch den Effekt von Mathemech, genau. Multiplikation. Dann hat er 4000. Und dann normal beschwöre ich Mathemech Division. Ui. So, ich kann ein Cybers-Monster in meiner Access-Zone wählen. Ach nee, kann ich ja nicht aktivieren. Haha, der ist ja hier. Ja. ich könnte dann ein Cybers-Monster halt von meinem Friedhof beschwören und eins aus dem Deck. Mhm. Dann aktiviere, glaube ich, aber... Oh oh, jetzt kommt's. Ich gehe in eine Link 2. Ich hoffe, ein Cybers Link 2. Na, selbstverständlich. Hallo. Ich sag's ja nicht. Ich gehe auf meinen Untertypen zu übernehmen. Wow. Aha. Genau. Interessant. Und dann möchte ich diese Karte, meine verdeckte Karte aktivieren. Und ich aktiviere Mathemech Super Fulkaltik. Super Fakultät. Fulkaltik, genau. Ja, Tim hat ja Schwierigkeiten, Namen rauszusprechen. Also Super Fakultät. Ja, was macht denn die Super Fakultät? Ich könnte jetzt entweder drei Mathematikmonster mit unterschiedlichen Namen im Friedhof wählen und dann einen dieser Effekte aktivieren. Entweder ich beschwöre sie als Spezialbeschwörung, dann werden die Effekte annulliert und dann kann ich eine Synchrobeschwörung durchführen, falls natürlich ein Empfänger dabei ist. Mhm. Oder ich mache eine Xyz-Beschwörung und dafür darf ich dann nur diese Monster verwenden. Mhm. Division, Multiplikation und Subtraktion. Dann gehe ich natürlich in eine Xyz-Beschwörung. Ja, da du keinen Empfänger dazwischen hast, macht das natürlich auch als einziges Sinn. Genau. Ui, ui, ui. Und ich glaube, weil wir diesen Boy noch gar nicht gesehen haben. Na dann, hau ihn raus. Primatech Laplace. Okay, was macht denn der Laplace? Der braucht genau drei Monsterstufe 4. Falls ein oder mehr Mathemech-Monster, die ich kontrolliere, durch einen Kartenfeld zerstört würden, kann ich stattdessen einmal Material von der Karte abhängen. Falls diese Karte als Zielbeschwörung wird, kannst du bis zu drei Materialien von ihr abhängen, dann so viele Effekte bestimmen. Du kannst denselben Effekt nicht zweimal bestimmen. Mhm. Du löst sie in der ausgeführten Reihenfolge auf und überspringst alle, die nicht bestimmt wurden. Mhm. Lege eine zufällige Karte von der Hand deines Gegners auf den Friedhof. Lege ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, auf den Friedhof. Lege eine Zauberfallenkarte, die dein Gegner kontrolliert, auf den Friedhof. Ich möchte natürlich nur zwei Effekte nutzen, weil du kein Monster auf dem Spielfeld hast. Das heißt, ich möchte einmal deinen Kessel auf den Friedhof legen und ich möchte einmal deine Handkarte auf den Friedhof legen. Autsch, das ist natürlich jetzt richtig bitter für mich. Wenn ich verliere, dann will ich meine Instant-Fusion und den Kessel des alten Mannes. Gut, dann darf ich jetzt endlich mal den finalen Schlag machen. Ich gehe in die Battle Phase, greife dich erst mit 4000 Punkten an. Dann bin ich bei 2400 Punkten. Dann greife ich mit Untertaktung zu übernehmen an. Dann bin ich bei 1400 Punkten. Und dann greife ich nur mit Laplace an. Und dann bin ich bei 0 Lebenspunkten angekommen und du hast dieses Duell gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und da habt ihr jetzt mal gesehen, das Mathemech-Deck kann tatsächlich mit ein, zwei richtigen Kombinationsschlüsseln auf jeden Fall sehr, sehr coole Boards hinlegen. Es ist halt nicht einfach, bin ich ehrlich. Das Deck ist echt kompliziert. Ja, das ist halt tatsächlich nicht so ganz einfach, aber ihr habt halt gesehen, das Deck kann durchaus eine sehr überraschende Kombination einmal schnell aufs Spielfeld hinlegen. Und ich meine, mit Laplace direkt mal drei Karten vom Feld und von der Hand zu beseitigen, ist natürlich extrem stark, also von daher... Spannend, interessant, hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, dieses Match. Ich hoffe, euch hat das Match mindestens genauso gut gefallen. Ja, schreibt fleißig in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst gerne mal ein paar Infos zurück. Wem die Deckprofile halt noch interessieren würden, die haben wir natürlich auch für euch schon bereitgestellt. Also von daher, schaut gerne mal rein, wie wir die Decks gebaut haben. Tja, lasst auch gerne ein paar Verbesserungsvorschläge da und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.